Wie geht man um mit dieser Euro? Es ist schwer. Ich bin jahrelang im Sport als Reporter und der Sport hat immer ein Dilemma. Und wir sind jetzt wieder mittendrin. Wenn es rennt, wenn was Wichtiges kommt, dann kommen die Schönen und Reichen, die Politiker und machen sie im Sport wichtig. Mit dem Ende der Veranstaltung drehen sie sich um und haben alles vergessen. Und das ist das Problem, was der Heinz Palme hat als Beauftragter der Bundesregierung. Er muss nachhaltig wirken bei den Medien, aber natürlich auch bei der politischen Prominenz des Landes, damit nicht nur die Ehrentribüne bei Österreich gegen Deutschland voll ist, sondern auch nach dem 0:3 gegen Kroatien, so geht es theoretisch, gegen Polen. Ja, weil wir müssen uns davon lösen, dass unsere Mannschaft das deutsche Märchen nachvollzieht. Das geht nicht. Die Deutschen sind bekannt, dass sie immer Masel haben in der Entscheidung. Und dass sie grundsätzlich besser sind. Und auch der Teamchef Klinsmann hat Sensationelles geleistet. Gegen den gab es eine Kritik, die man zum Beispiel in Österreich gar nicht machen kann. Der Harald Schmidt hat gesagt, wir haben einen neuen Teamchef, die Schwabenschwuchtel Klinsmann. Alle haben gelacht. Jetzt stellen Sie sich vor, irgendeiner sagt das über den Hicker. Gnädige Frau, bitte beruhigen Sie sich. Er hat das wirklich gesagt. Stellen Sie sich vor, das sagt einer über den Josef Beppe Hickersberger. Unvorstellbar. Die Deutschen gehen mit vielen Dingen einfach anders um als wir. Die sind teilweise lockerer. Die haben auch den Trainer, den die Wiener Austria hinausgeworfen hat, wegen Unfähigkeit zum Teamchef gemacht. Also das ist eine andere Annäherung zum Sport. Wir nehmen das lockerer, aber wir müssen eines machen. Österreich am Ball, ganz Österreich am Ball. Ich bin auch einer der Botschafter der Leidenschaft, also in Sachen Fußball natürlich nur. Und wir müssen einfach den Druck von unserer Mannschaft nehmen. Unsere Mannschaft ist bemüht, wir haben sie gelobt gegen Deutschland. Aber Faktum ist, und Sport, Fußball ist ein Ergebnisding. Wir haben 0:3 verloren. Und wir haben Glücksgefühle gehabt. Und die Fußballer haben zu mir gesagt, ja, wir waren eh gut. Und ich bin dann zu den Skifahrern gefahren. Und die Skitrainer haben gesagt, ich sage einmal, was macht ihr, wenn die einmal unentschieden spielen? Habe ich gesagt, ja, Moment. Aber der Unterschied ist, wenn die verlieren, erfahren es mehr als zwei Länder im Skifahren. Weil Fußball ist ein Weltsport. Skifahren ist eine alpenländische Saga, wo wir die Nummer 1 der Welt sind. Wir freuen uns, wir feiern es natürlich auch. Fußball ist was anderes. Nicht? Und das sieht man auch in Österreich. Wir sind so stolz auf die neuen Stadien. Kärnten, für mich das schönste Stadion. Nicht, weil ich Klagenfurter bin, es ist wirklich schön. Der Bremer Hanig, junger Fußballer, steht unten und sagt zu mir, allen Ernstes, das ist wirklich schön, das Stadion. Warum haben sie nicht gleich ein ordentliches gebaut? Denke ich mir, wie meinst du das? Sagt er, ja, ist ja ein bisschen klar, ne? Sag ich, nein, die bauen das nach der EM wieder zurück. Und das ist der Unterschied, Österreich-Deutschland. Ne? Die haben eine andere, der hat sich nur 30.000 und in einem Jahr ist es auf 14.500 reduziert. Trotzdem, die Euro ist wichtig für uns. Wenn wir schaffen, den Stellenwert des Sportes zu erhöhen. Eine tolle Geschichte, das muss man beim Heinz Palme sagen, ist es ja, gerade jetzt, wo so viel politisch diskutiert wird, wo auch ein bisschen, sagen wir, die Koalition sagen wir, nicht so harmonisch ist. Der Heinz Palme wurde vom ÖVP-Bundeskanzler Schüssel installiert und vom SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer voll übernommen. Also es geht auch über die Parteigrenzen hinaus, dass man das macht. Und er ist heute ein anerkannter Mann und macht es hervorragend. Und es klappt auch sehr, sehr gut. Was ihm natürlich auch fehlt, so wie vielen im Sport, er hätte gern noch mehr budgetäre Mittel, um noch mehr Werbung zu machen. Aber du sagst nein? Okay, gut. Das ist erstmals in der Geschichte. Und es ist viel gemacht, weil es auch die Infrastruktur ist. Es ist wirklich, aber für uns Reporter ist es wichtig. Wir müssen den ausländischen Reporterkollegen mal das Gefühl geben, Österreich ist schön, fühlt euch da wohl. Daher bin ich, und das sind ein paar nicht meiner Meinung, froh, dass das Zentrum der Euro in Wien am Ring ist. Vor dem Rathaus und vor dem Burgtheater. Das werden 100 Millionen Menschen in der ganzen Welt sehen. Und das ist die größte unbezahlbare Werbung für die Metropole Wien. Die Donauinsel ist sehr schön, aber so Städten wie die Donauinsel haben sie auf der ganzen Welt. Und wenn das einer sieht, wird er nicht sagen, dort muss ich hinfahren auf Urlaub. Ne? Links ein Wasser, rechts ein Wasser, vorne eine Brücke, hinten eine Brücke. Das ist nichts.
Aber wenn ich stehe vom Burgtheater, schaue den Ring runter, sehe die Universität, das Rathaus, das Parlament, da muss ich sagen, da sind wir schon in Europa einzigartig, da können wir stolz sein. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum wir dort sind. Der zweite Grund ist, das ist eine Erfahrung, die Fußballfans sind ganz eigene Menschen. Du kannst ihnen aufbauen, wo und was du willst, sie gehen immer ins Stadtzentrum. Das ist so. Auf der ganzen Welt, wo wir waren, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, die Fußballfans, Fußgängerzone, Stadtzentrum oder vor dem Dom, wurscht, ab mitten rein und dort sind sie. Daher ist es gleich besser, man baut sich eine Ecke dort hin, dann trifft sie das. Und das Zweite, was wichtig ist, wir müssen schauen, dass wir in der Gesellschaft den Sport einen echten Stellenwert geben. Das ist halt leider sehr, sehr schwer. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal gehabt eine Sitzung mit Kollegen in der Großredaktion und da sagt der Kulturkollege, Finger, sag einmal, wo ist denn das Hanapi-Stadion? Und alle sagen, ja, wo ist denn das wirklich? Ja, das war völlig normal. Ich habe mir persönlich gedacht, ein Volltrottel, das muss er wissen. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist hinter der Oper bei Wiener Neudorf. Er war dann fassungslos. Aber das ist witziger zu, aber das ist es. Ne? Die Kultur, klar, Kultur kostet Geld. Ne? Du kannst mit jedem Theaterdirektor reden, Festspiele auf jedem Teich, gibt es ja jetzt schon Sommer, Winter, Gelsenfestspiele. Jeder braucht Geld. Wenn der Sport kommt und sagt, wir wollen Geld, die verdienen aber sehr viel, diese Fußballer. Sag ich, ja, die sehen ja nicht. Ne? Die machen das. Das ist so. Kultur kostet Geld. Wir sind stolz auf die Kultur. Aber der Sport kostet auch Geld. Und wir müssen auf unseren Sport stolz sein. Und der Sport braucht auch in den Redaktionen, in der Öffentlichkeit, auch in der Schule. Der braucht einen Stellenwert. Ich weiß, mein Bruder geht in ein Sportgymnasium. Den Turnlehrer kennst du sofort. Ist der einzige mit Turnbotschen und mit einer Jeans. Ne? Alle anderen kommen doch eher im leichten Grau, im billigeren zwar, weil sie nicht so viel verdienen. Aber relativ fesch aus. Das ist so. Und jetzt müssen wir das aufwerten, auch in der Schule. Wenn der Turnlehrer sagt, der ist gut, der soll maturieren, kratzt dir der Lateiner zweimal im Kopf und der ist durchgefallen. Das ist falsch. Der Sport ist wichtig in unserer Gesellschaft, der hat einen Stellenwert und mein Papa ist ja narrisch geworden vor 30 Jahren in Cordoba. Und wir haben dann ein Hörspiel gemacht, was wir aber nie ausgesendet haben. Wir wollten das machen, das war dann politisch aber hakelig geworden, so wie die Amerikaner ja nie am Mond waren, haben wir gesagt, hat es ja Cordoba nicht gegeben. Das war ein Schmäh von meinem Vater und alle haben es geglaubt. Das war wirklich lustig geworden, aber nur für uns sind wir dann draufgekommen. Vor allem, das, man, von der Idee her gut, sage ich jetzt einmal. Wir haben es dann nicht gemacht. Also die Army waren am Mond und Cordoba hat es gegeben, aus. Aber man sieht eines, man muss sich vorstellen, vor 30 Jahren schießt ein Wiener junger Mann, Johannes Krankl, Sohn eines Straßenbahners, zweimal hinein, ne, in das Rechteck. Und 30 Jahre beschäftigen sich 80 Millionen Deutsche, damals waren es noch ein bisschen weniger wegen der Ossis, und 8 Millionen Österreicher, damals waren es auch noch ein bisschen weniger, mit diesem Thema. Das ist der, ich kann mich quasi an eine Oper vor 30 Jahren erinnern, über die wir heute noch reden. Ja, ich weiß keine. Also, die drei Tenöre. Polster, Krankl, Prohaska. Aber es ist wirklich so. Also, der Sport macht auch Zeitgeschichte. Und der Sport hat einen unheimlichen Effekt. Die Zahlen vom Heinz, habe ich mal gesagt, sie stimmen, aber er hat sie wirklich unten angesetzt. Weil ich habe mir auch Zahlen herausgesucht. In dem Monat der Euro gibt es zum Beispiel nur durch die Euro in Österreich an die 15.000 Arbeitsplätze. Also, das muss man sich einmal vorstellen, was da noch geschaffen wird für die Leute. Dazu kommen noch 5000 Volunteers. Das sind die, die umsonst arbeiten, damit die UEFA Geschäft macht. Also das sind die, die wirklich mit dem Herz dabei sind. Das sind die Liebenswerten. Und der Sport ist daher wirklich als Vorbild zu sehen. Eines muss ich noch sagen, weil der Heinz das so charmant gesagt hat, es kommen nur Freunde und nette Menschen. Das stimmt natürlich nicht. Weil es gibt keine Ansammlung von Menschen. Nach Österreich kommen geschätzt jetzt etwa 2 Millionen Gäste aus dem Ausland. Es gibt keine Ansammlung von 2 Millionen Menschen, nirgends auf der Welt, wo alle 2 Millionen sympathische, nette Menschen sind. In dieser Menge gibt es immer ein paar, die nicht so sympathisch sind, sage ich jetzt einmal. Wir wollen aber
mit den lieben Netten, die Euro feiern, und mit denen, die halt ein bisschen aus der Reihe gehen, das ist kein Thema, das wird es geben, das muss es geben bei dieser Menge von Menschen. Das hat es auch in Deutschland gegeben. Nur in Deutschland haben sie etwas gemacht, was für mich wirklich gigantisch war. Sie haben in der Öffentlichkeitsarbeit unheimlich zusammengehalten. Du hast keine Ausschreitung gehört. Du hast keine Festnahme gehört. Nichts. Die Zahlen liegen am Tisch. In Deutschland wurden in 4 Wochen 10.000 Menschen inhaftiert. Aber es ist keiner öffentlich vorkommen. Und ich glaube, das war auch gut. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass oft irgendwelche Gruppen sich sehr stark, also emotionell bewegen, um das höflich auszudrücken, um dann auch in der Öffentlichkeit zu sein. Also der macht es und will dann in alle Zeitungen erscheinen oder Fernsehen und Radio. Ich glaube, wenn wir uns auf die netten Fans konzentrieren, dann werden wir das schaffen. Und was ganz wichtig ist, ist die Frau. Die Frauen kommen in der Gesellschaft immer stärker vor, was richtig ist. Aber was mir fehlt, ist im Fußball. Im österreichischen Fußball, wenn ich hingehe, das ist immer noch eine Männerpartie. Das muss man ehrlich so sagen. Und das ist schlecht. In einem Land, in dem Moment, wo die Frauen kommen, kommen die Familien. Und in dem Moment, wo die Familien zu einem Sportfest gehen, ist das alles anders. Dann gibt es auch viel weniger Ausschreitungen. Dann wird das Ganze menschlicher. Und das ist ganz wichtig. Und das wäre vielleicht die Botschaft, nicht, dass sie, also wenn jetzt ein Fußballspiel ist, in ORF 1, dass sie dann auf Dancing Star umschalten, auf ORF 2. So gut war ich nicht. Sondern auch mit der Familie Fußball erleben. Geben Sie Ihren Mann die Chance, dass er Ihnen, dann gebe ich einen Tipp den Frauen, die sich nicht auskennen im Fußball. Ein Klassiker. Wenn Männer über Fußball bei einem Spiel reden, brauchen sie nur ein Wort sagen. War das nicht abseits? Von diesem Moment sind sie Nummer 1. In diesem Lokal? Puh, wieso? Na, ich glaube abseits. Aus. Wir brauchen das nicht erklären, es kennt sie eh keiner aus. Sie sagen das todernst und sie werden in dem Moment, die Frauen, das kennen sie das abseits. Also. Und das ist wichtig. Und es wird ja Feste geben. Es werden ja die wenigsten, das ist leider ein ganz kleiner Nachteil der Euro. Wir sind kein so großes Land, wir haben daher relativ kleine Stadien. Mit 30.000, es gibt ja Deutschland Stadien, ich glaube 70.000, 80.000 Stadien. Das heißt, es werden relativ wenige Österreicher in die Stadien hineinkommen. Trotzdem wird man ja die Euro feiern. Und da gibt es eben dieses Public Viewing, da gibt es die vielen Plätze, wo man hingeht, wo man Hetz hat und wo man Gaudi hat. Und wo auch die Frauen hinkommen sollen. Es soll nicht nur immer sagen, die Männer, so heute schauen wir uns an, weiß nicht, Österreich, Kroatien, wir gehen dorthin. Nein, die Frauen sind mitgehen, feiert das gemeinsam, das Erlebnis. Es gibt ja fast jede Firma, bietet es den Gästen, Freunden an. Es gibt in Wien, ich würde jetzt gar nicht aufzählen, wie viele Plätze, wo man es feiern kann. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Und vielleicht können wir dann wirklich in ein paar Jahren dann wieder da reden und sagen, schau, das war nicht nur die Euro, sie hat auch eine nachhaltige Wirkung. Der Fußball hat sich nicht nur, dass wir zwei bessere Gegner haben, das ist ja in Wahrheit, es ist schön, aber es ist wurscht. Sondern es ist wichtig, dass der Fußballsport in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommt. Dass das nicht der Sport wird einer Randgruppe, dass das nicht der Sport wird von eher emotionellen Menschen. Man kann ja schon emotionell sein, aber ich sage eher verbal, so wie der Papa ist mir lieber als anders. Und dass man da sagt, nein, es hat sich geändert. Wir haben eine Sportfamilie in Österreich, die eine Riesenfreude haben und die gerne zu den Fußballspielen gehen. Und was mich persönlich auch freut, mich hätte nie jemand eingeladen zu den Wiener Festwochen. Ich meine, schon als Zuschauer, aber als Akteur. Heuer bin ich das erste Mal in meinem Leben und wahrscheinlich auch das letzte Mal bei den Wiener Festwochen. Weil wir spielen, nicht weil es so schlecht sein wird, sondern ich meine jetzt vom Ablauf her, weil wir spielen im Mai im Hanapi-Stadion, also das in Wiener Neudorf hinter der Oper, spielen wir Cordoba noch einmal nach mit einem Schweizer Künstler, Furlan heißt er, und ich bin so quasi seine Stimme, wir leiten ihn durch. Das soll so ein 90-Minuten-Werk werden, das soll ganz lustig werden. Und so spielen wir also quasi Fußball in den Wiener Festwochen, das muss man sich vorstellen, ne? Das ist für uns eine ganz große Sache, wenn wir bei den Lipizzaner Elefant mitreden. Das ist wirklich griffig und. Also, Elefant und ich passt nicht, aber. Und das ist wirklich griffig und das ist ein Zeichen, dass eben der Sport jetzt im Moment vom Stellenwert her okay ist und das freut mich. Mich freut es auch, dass es im Sport im Moment keine großen Diskussionen gibt. Wir haben einen Trainer, es ist, funktioniert alles bestens. Also ist hier so, Hotels ist ganz einfach. Die Hotels, es gibt in Wien
für die Euro im Moment in die Kategorien 3, 4, 5 und 5 Deluxe kein einziges Zimmer. Ich weiß das deswegen, weil Kollegen mich angerufen haben aus dem Ausland, sie hätten gern an der Ringstraße gewohnt. Da habe ich gesagt, das ist verboten, du kannst dort mit einem Caravan nicht parken. Da habe ich gesagt, nein, wir wollten im Hotel wohnen. Da sage ich, das ist ein bisschen zu spät. Da schauen wir nicht gut an. Ja. Also, die sogenannte Wertschöpfung, was der gesagt, also es sind zwischen 3 und 500 Millionen Euro, die hier im Land bleiben werden. Was immer ist, und das tut mir Sportreporter wirklich weh, der, was am wenigsten dafür macht, gewinnt immer am meisten, das ist der Finanzminister. Es ist wurscht, was ist, der Finanzminister ist immer auf der Siegerseite. Ne? Ist so. Muss wahrscheinlich auch so sein. Aber es ist in dem Fall so, man schätzt, der Finanzminister wird zwischen 100 und 150 Millionen Euro verdienen und der Rest verkrümelt sich über uns halt. Aber so wie man es oft hat bei Konzerten, ein Fan bringt mit so und so viel Euro, ist ganz schwer zu machen. Es gibt auch die Tagesreisenden, die individuell Anreisenden, also das ist beim Fußball und auch vor allem bei dieser Menge ganz schwer zu machen. Na, was jetzt sagt, wir sind gegen den Opernball. Na, ich garantiere, kriegen wir 20.000 Unterschriften, ja wie nix. Ne? Oder der Opernball soll sein in Schönbrunn, also es hat schon einer gesagt. Ist ja wurscht, ne? Aber ich glaube schon, ich schaue 20.000 Leute aus der Bald einmal, die sagen, hurra, wir sind gegen die Steuern oder was weiß ich, gegen Zucker in der Milch. Also du findest alles. Ich glaube nicht, dass das eine Gruppe ist, wo man sagen kann, Was anderes ist die Rapid-Partie, Hanapi-Stadion. Die glauben, das Hanapi-Stadion gehört ihnen. Das glauben sie einmal. Und die haben es als persönliche Beleidigung empfunden, dass der ÖFB, also der Österreichische Fußballbund, mit der Nationalmannschaft und mit dem Verräter Ivan Schitz, der ja Rapid verlassen hat, um zu Red Bull Salzburg zu gehen, in ihr Stadion kommt. Und da, so hat das Ganze angefangen. Und da haben sie sich halt wichtig gemacht und das war es eigentlich. Nicht? Und jetzt haben sie es da noch einmal nachgezogen. Für mich unverständlich, warum sie das noch einmal gemacht haben. Und außerdem hat dann auch geschrieben, der Edlinger, sie sind gegen die Kommerzialisierung von Rapid. Edlinger soll die Verträge kündigen. Also, er hat dann eh gleich bei der Wien Energie angerufen, bei der ÖMV, es ist erledigt. Nein. Das ist ja irreal. Ich bin ja froh, wenn er einen habt, der Geld zahlt. Nicht? Und dann schreibe ich, ich will keinen, der Geld zahlt. Das, wo gibt's denn das? Mit meiner Frau bin ich ganz am Fußballmatch. Und ich habe gesagt, ist da heute ein Krieg? Die Polizei kommt, die schauen ja aus wie die Schildkröten, also die Anzug vom Mars mit solchen Helmen, mit solchen Briegeln. Und da denke ich mir oft auch, ist das notwendig? Können die nicht ganz normal dort stehen? Und wenn es dann passiert, dann sollen sie halt die Tür aufmachen und dann kommen diese Typen raus, oder diese für die grobe Sache. Aber du bin ich bei dir. Die stehen halt wirklich, da wird der Angst, du gehst hin, das war in Graz beim Match, meine Frau fährt mit nach Graz, meine Frau ist Steirerin, aber sehr sympathisch. Und wir fahren dort hin, meine Frau, wirklich, mir fällt das gar nicht mehr auf, ich bin es ja gewohnt. Aber Hammer ist ein völlig normaler Mensch. Also, und sagt, was ist da? Die sind dort gestanden und wirklich, da muss ich ehrlich sagen, da denke ich mir oft, dass weniger mehr war vielleicht. In Deutschland hat man es sehr gut gemacht. Zum Beispiel auf der Fanzone in Berlin bin ich gegangen, aber ich glaube, da ist keine Polizei. Und dann bin ich hinterm Busch gegangen, da ist eine Armee. Ne? Kommen Sie zu Euro, feiern Sie mit uns die Euro. Dankeschön.